Hallo und herzlich willkommen bei der Nische, der Seite über die wichtigsten Belanglosigkeiten der Welt. Brett- und PC-Spiele, Musik sowie Filme stehen im Fokus dieses Podcasts, auf den die Welt es sicher nicht gewagt hat. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Becky, Kev und Flo. Flo, 21.01.14.12. Kevin. Wir haben 2017 übrigens. Was habe ich denn gesagt? 14.12. Und was mischst du dich eigentlich in meine Anmoderation ein? Tag zusammen. Wir sind wieder da. Wir haben es wirklich doch tatsächlich wieder geschafft. Frohes neues Jahr. Flo, herzlich willkommen. Darf ich was sagen? Ja. Ja, hallo. Das ist ja die beste Anmoderation ever. Oh Mann, ey. Ja, da können wir nur sagen, ey, das läuft richtig gut. Kev, Hauptsache du bist halbwegs online, wenn es Flo schon nicht hinbekommt. Ja, ich bin natürlich da. Großartig. Ein wenig Beitrag, aber hey. Ja, ja, auch ich leiste meinen Beitrag. Ja, wollen Sie mehr erfahren? Would you like to know more? Wir haben uns 2017 überlegt, wir starten mit etwas, was für unseren feinmaschig und thematisch dicht und breit aufgestellten Podcast das Wichtigste ist. Wir sagten, lass uns doch mal wieder über Brettspiele reden. Das haben wir lange nicht gemacht. Und wir wollen dieses Mal darüber reden, was denn 2017 so kommt und was uns so freut. Und wir haben gesagt, komm, wir machen doch mal eine Liste, jeder für sich. Und manche können halt dann nur bis 5 zählen, manche auch bis 12. Und wir bauen das ähnlich auf, dass wir wieder wie bei der letzten Folge unseres unteres Segment, also die Plätze, bei manchen ist es Platz 31 bis 5, beziehungsweise bis 6, relativ schnell abreißen. Und manche machen ihren Platz nicht existent bis 6 auch relativ schnell. Und dann kommen wir, glaube ich, ganz gut klar. Kev, du wolltest, glaube ich, vorher was sagen. Du bist auf Probleme gestoßen, weil du so einen beschränkten Spielegeschmack hast. Kann ich das so zusammenfassen? Es ist richtig so. Nee, im schlimmsten Fall kann es auch ganz einfach sein. Wir reden über so viele Spiele und so weiter, die Kickstarter gebackt wurden oder auch nicht, dass es einfach auch mal sein kann, dass ich ja, ich meine, wir haben es bei Brimstone alle miterlebt, ne? Es kann auch mal sein, dass sich das um 4 Jahre verschiebt. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was 2017 tatsächlich eigentlich wirklich kommen sollte und was nicht. Deswegen, aber wie schon gesagt, ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auf 10 Plätze zu kommen, aber vielleicht werdet ihr mich im Laufe des Podcasts eines Besseren belehren und ich merke, Gott, bin ich bescheuert, warum ist das nicht auf meiner Liste? Wir können sogar so weit sagen, dass du wirklich erst in der Top 5 dann offiziell mit deinen Rangierungen anfängst. Ist das so richtig? Mehr oder weniger ja. Also wie schon gesagt, ich gebe natürlich meinen Salat vorher schon dazu, aber... Salat. Salat, ne? Ja, Senf. Senfbeitrag und so latig. Ja, Flo, genau. Bevor ich mir das weiter anhören muss, wie sieht's denn bei dir aus? Also ich bin so ein bisschen zwischendrin. Ich habe es dann tatsächlich zu einer Top 8 geschafft. Alles andere wäre gelogen gewesen und ich hätte noch ein bisschen was dazu fügen müssen, worauf ich mich jetzt nicht freue. Und wenn ich da jetzt... Unterbrechung 1. Oh, warte mal, ja, da kommt der erste Strich. Sehr schön. Ich wollte doch jetzt schon mal früh mit anfangen, Verzeihung. Ja, Flo hat retrospektiv nochmal zum Ausdruck gegeben, der letzte Podcast war für ihn Wohlfühlhaven. Korrekt. Er mag das einfach, wenn man ihn mit seinen Füllwörtern zwischenzeitlich immer dazwischen grätscht. Und deswegen wird er heute mal akribisch Strichliste und Buch führen, wie oft er denn unterbrochen wird. Einen haben wir schon! Vor allem, ne, das bringt einen auch gar nicht raus. Also wir reden über Dungeon Crawler heute, ja, ne? wir spielen, glaube ich, Abyssal Brimstone, Perditions First Martians. Richtig. Ja, dann machen wir, glaube ich, so... Also ich bin bis Platz 8 gekommen, aber das habe ich ja schon erwähnt. Ja. Ich weiß es nicht mehr... Sollen wir? Das war schon ganz eng auf der Liste weg. Du kriegst einen halben Strich. Sollen wir es so machen, dass ich erstmal anfange, weil ich habe ja so einen Riesensalat an Spielen. Und ihr hört euch erstmal an, was ich zu sagen habe. Wobei ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, dadurch, dass wir bei anderen jetzt nichts auf der Liste haben, vielleicht gar nicht so wenig zu sagen soll. Aber ich fange, glaube ich, einfach mal an und dann können wir uns ja nochmal einzelne Sachen rauspicken. Also ich bin natürlich erstmal so drüber gegangen, was kommt überhaupt und was sind so Projekte, die bei Kickstarter liefen. Und dann sind meine zwei Honorable Mansions of Madnesses sind quasi Platz 12
Das ist Seventh Continent. Das sagt manchen Leuten noch was. Das ist so eine Art Choose-Your-Own-Adventure-Game. Das kann auch keiner mehr hören, weil es wirklich in jedem Video auftaucht, die Formulierung. Es geht ja darum, dass du Story-Encounter hast. Das ganze Spiel ist nur auf Kartenbasis. Und was eigentlich der Clou ist, ist, dass man da an bestimmten Regionen zum Beispiel am Strand steht und beobachtet, wie da irgendwas vorbeizieht. Man weiß nicht, was es ist. Und dann kann man mit diesen Karten interagieren und dann ersetzen sich quasi diese Spielgegenstandskarten. Und die Geschichte entwickelt sich einfach weiter. Klingt nach einem sehr spannenden Konzept. Mein Problem ist einfach ein bisschen, das Artwork ist nach wie vor super. Ich glaube einfach, dass das spielmechanisch nicht so der Hit ist. Und wie gesagt, mit Willen des Wahnsinns haben wir jetzt zuletzt ein super Story-Spiel gehabt. Ich glaube einfach, dass dem das Wasser einfach nicht reichen kann, auch wenn der Ansatz durch Karten ein bisschen anders ist. Aber deswegen nur Platz 12. Ich glaube, das wird für mich persönlich eher ein Flop. Platz 11 geht auch relativ schnell. Hatten wir in der Essen-Folge schon. Lobotomy schafft es halt auch nicht in der Top 10, weil ich wirklich, und da verweise ich auch wirklich auf die letzte Folge, Vorfreude Essen, das Ding ist, glaube ich, kaputt, wenn es ankommt. Also das mit den Regeln sieht nach wie vor nicht gut aus. Die Produktion verschiebt sich weiterhin. Die Kommunikation ist auch nicht der Hit. Ja, ich glaube, das Spiel kann man insgesamt vergessen. Das sind erstmal meine ersten beiden. Wollt ihr zu den beiden was sagen? Sonst springen wir in der Top 10. Ja, also ich würde... Achso, sorry. Ja, du darfst zuerst mal, Flo. Dann unterbreche ich dich nämlich währenddessen wieder. Also bei Lobotomy habe ich mir auch kurzzeitig überlegt, aber aus den gleichen Gründen wie du, da kommt einfach keine Vorfreude auf. Wobei ich muss immer noch sagen, ich finde es eine geile Idee, so wie es von der allgemeinen Idee, wie sie das Spiel angegangen sind, finde ich eigentlich ganz cool, aber die Umsetzung scheint jetzt dann doch sehr zu hapern. Kev? Zu Lobotomy eigentlich genau dasselbe. Das Traurige ist, dass wir, also ich kann mich noch letztes Jahr daran erinnern, eigentlich relativ gehypt, also zumindest Beck und ich auf jeden Fall waren, beim Flo zumindest ein bisschen Vorfreude auch da war. Und dann haben wir das aber auch durch die Essen-Folge, wo wir es ja auch erwähnt haben, mit dem, wie du gesagt hast, dass die Anleitung und alles halt wahrscheinlich sowas von in den Dutten ist, dass du es halt nicht spielen kannst. Das hat das Ganze dann auch ein bisschen runtergewirtschaftet. Deswegen könnte ich es jetzt auch nicht ernsthaft, selbst auf den Platz 10, den ich mir noch irgendwie so hinmogel, irgendwie hinschreiben, weil da irgendwie auch null Vorfreude mehr da ist. Das ist halt der Punkt. Also es ist wirklich unterm Radar. Sonst, ich hoffe, dass es ja anders läuft. Das wäre cool, weil dann wäre es wenigstens so eine kleine Überraschung. Aber ja, unterm Strich halt auch irgendwie so ein bisschen kaputt geredet, selber halt auch. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Top 10, ne? Ja, gern. Ja, dann mache ich weiter. Ich glaube, zu Platz 10. Und jetzt kommt die erste Überraschung, dass das so tief ist. Genau, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, wie ich denn jetzt meine Top 12 gemacht habe. Und ich habe ein bisschen, auch wenn wir sonst viel auf ihn schimpfen, aber eine Sache kann man von ihm ganz gut klauen, oder kann ich zumindest gut klauen, wie man auf die Plätze eigentlich kommt. Fang ich mal so an, Kev. Wie hast du denn deine Top 5 gebaut? tatsächlich nach ernsthafter Vorfreude, ne? Was macht mich davon am meisten an? Was heißt, das ist dann auch so ein bisschen so ein Mix, ne? Ich weiß immer, also ich weiß, du nimmst ja deine Super-Taktik, die du jetzt gleich auch wieder erklärst, genau. Und dann halt auch tatsächlich auch so freudemäßig, was freue ich mich schon irgendwie am längsten drauf? Und was spielt mir auch dabei am meisten in die Karten im Sinne von, was ist mein persönlicher Geschmack am besten getroffen von dem Spiel? Deswegen, also ich kann das durch deine Super-Taktik nicht machen, weil die nicht ganz so widerspiegelt, wie ich dann denke, weil das eher so eine Momentaufnahme für mich leider immer nur ist. Und Flo, wie hast du deine Liste gebaut? Ich habe jetzt erstmal so ganz grob mal Boardgame Geekworks, glaube ich, ein Preview durchgelesen, was kommt überhaupt dieses Jahr oder soll dieses Jahr kommen. Hab dann alle mal rausgesucht, auf die ich mich freue. Mir ist, glaube ich, sogar noch eins eingefallen, was nicht auf der Liste stand. Hab mir dann, bei mir waren es jetzt 8 Spiele rausgesucht und hab dann halt angefangen, die zu ordnen. Also hab einen auf den Platz, irgendeinen Platz gesetzt, jetzt Platz 1 und hab dann das nächste genommen und drüber oder drunter eingeordnet. Dann ist das ja so ein bisschen wie meine Methode auch. Also ich hab mir dann wirklich alle Spiele, die mir einfielen, erstmal aufgeschrieben auf Zettel. Und dann fängt man an, die erstmal zu mischen und dann lege ich mir einen halt in die Mitte des Tisches. So, und dann, das ist eben die Methode, die Tom Wessel für seine Top 100 auch immer nimmt und die fand ich eigentlich ganz spannend und habe die mehrmals mal selber ausprobiert, jetzt in diesem Fall eben auch. Dann ziehe ich also aus den Verdeckten einfach mal ein Spiel raus und die vergleicht man jetzt mit dem Spiel, was eben gerade sowieso als Fixpunkt auf den Tisch gelegt wurde. Und du entscheidest wirklich nur, ist das Spiel, was da ist, besser oder in meinem Fall jetzt, freue ich mich mal da mehr drauf oder weniger? Wenn ich es mehr drauf freue, lege ich es drüber, sonst lege ich es drunter. Und dann entstehen sozusagen, dann nehme ich die nächsten Karten und dann entstehen eben 2 Stapel. Ein Stapel drüber und ein Stapel drunter. Und dann hast du so einen Fixpunkt der Liste und das machst du dann für den oberen und unteren Stapel jeweils auch, bis du halt alle Karten quasi in einer großen Reihe gelegt hast. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass du nicht anfängst, diese Liste künstlich zu pimpen,
sondern immer eine Momentaufnahme einfach nur machst und so einfach so Kombinationen von Spielen hast, die du sonst einfach so sagst, ja gut, eigentlich müsste das ja doch drunter stehen, weil irgendwie ist da ja, kommen wir ja später zu, bestimmte Elemente vielleicht doch nicht so toll. Und so musst du einfach initial entscheiden, besser für dich oder schlechter. Und insofern kommt für mich eine ganz spannende Kombination raus, denn, und das wäre jetzt die Überleitung, Platz 10 fand ich für mich total überraschend, dass das so tief steht. Und ich glaube, wir reden da jetzt so viel gar nicht drüber, weil das kommt auf jeden Fall später. Platz 10 ist bei mir nämlich First Martians. Das ist also das unterste Spiel, das hätte ich nicht erwartet. Kann ich auch begründen, wenn ihr jetzt sagt, es kommt bei euch nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dann würde ich was erzählen, sonst würde ich sagen, ich springe gleich weiter. Spring doch bitte mal weiter, ja, und warte klar. Lang. Genau. So, jetzt, man kann die Büchse der Pandora öffnen. Kevin, du kannst hier schon mal Magnesium in die Hände reiben, denn jetzt geht's los. Yay. Tatsächlich kommt die Überraschung für mich, dass ich auf Platz 9 tatsächlich Brimstone Wave 2 Content habe. Ich erkläre den auch nur ganz, genau, ich erkläre den auch okay. Nur ganz kurz. Das Spiel, wir haben viel darüber schon gesprochen, dass der Kickstarter mich so weit abschreckt, dass ich sage, okay, ich kann dieses Spiel wahrscheinlich... kann ich mit dem Spiel gar nichts mehr anfangen. Deswegen steht es bei mir auf Platz 9. Denn wenn wir jetzt nur auf Content-Basis gehen, wohlgemerkt, ich habe, wie gesagt, ja nur die ersten beiden Basisspiele seit gefühlten 18 Jahren. Und das Spiel spielen wir in letzter Zeit gar nicht mehr, weil wir Angst haben, den Content durchzuspielen. Ich freue mich halt trotzdem auf die Frontier Town, die ganze Stadtphase aufbaut wie nichts Gutes mit Stadtmissionen. Ich freue mich auf den Ancient One. Ich freue mich auf Belial. Ich freue mich auf die Fernkämpfer prinzipiell. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn dieser Wave 2 Content aufschlägt, was ja ein Wust an Zeug ist, dass die Enttäuschung insgesamt von dem ganzen Projekt so groß war, dass ich gar nicht mehr die Energie aufwende, das Ding zusammenzubauen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass all das so ertrunken ist unter der ganzen Frustration und Enttäuschung, die ich jetzt so hatte. Deswegen Platz 9. Ich bin einfach gespannt, spiele ich das wirklich noch und findet so eine Art Wiederbekehrung statt oder landet das Ding auf der Bucht? Ich bin mir einfach nicht sicher. Deswegen ist das Platz 9. Fand ich trotzdem nur interessant, dass es trotzdem höher als First Martians ist. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, weil das so eine emotionale Komponente einfach für mich hat, im Sinne von Enttäuschung. Hä? Warum ist es dann höher als vor allem auch Lobotomy, wo ja eigentlich der Effekt eigentlich in ähnlichem Maße auftritt, weil du Angst hast, dass es wahrscheinlich nichts wird, aber trotzdem ja unterm Strich wahrscheinlich immer noch besser dasteht, weil du den ganzen emotionalen Ballast ja nicht hast, wie du ihn bei Brimstone hast. Das ist der Grund, ich bin emotional einfach mehr involviert und das schlägt natürlich in beide Richtungen aus. Auf der einen Seite finde ich Brimstone ja immer noch einen tollen Dungeon-Crawler, auch wenn er mechanisch nicht so der Hit ist, und auf der anderen Seite bin ich aber von dem Projekt so enttäuscht. Das heißt, ich bin einfach emotional tiefer drin als in dem Lobotomy, wo ich sage, das sieht ja ganz cool aus. Beim Brimstone weiß ich, das ist ja eigentlich ein geiles Spiel. Und beim Lobotomy zerfällt das einfach jetzt nur so und all das von der Vorfreude geht jetzt quasi verloren. Und beim Brimstone kann ich aber an etwas anknüpfen, nämlich an unseren Spiele-Events, die wir hatten, und ich weiß, was eigentlich so super war. Und jetzt ist halt die Frage, holt es mich wieder oder schafft es das nicht? Aber eigentlich, ja, okay. Ja, ich bin bloß, ja? Also ich bin jetzt nur tierisch überrascht, weil ich hätte zumindest gedacht, dass sowas wie ein Brimstone klar als Notnagel noch, weil du sagst, okay, es könnte noch sein, wenigstens auf Platz 12 landet, aber Platz 9 ist schon, dass es dann noch vor einem Lobotomy und einem First Martians kommt, ich bin gerade echt baff, muss ich zugeben. Ich bin eher in die andere Richtung überrascht. Weil das Brimstone, ist so tief ist. Ja, Brimstone hat ja immer sau viel Spaß gemacht und so wie du die, nach deiner Methode, wie du die Spiele eigentlich auswählst, tust du ja, ich sag jetzt mal, das ganze Politische außenrum zwar schon mit, das spielt natürlich schon mit rein, aber es geht ja dann doch primär eigentlich ums Spiel. Und das hat dir immer Spaß gemacht, du fandest es immer ein sau gutes Spiel. Deswegen bin ich ja überrascht, dass das eher so weit unten gelandet ist. Aber gut, das ist natürlich, glaube ich, auch dem der Firma geschuldet, die es published. Also wie gesagt, ich kann, das überschattet einfach so viel, dass ich zum ersten Mal das einfach nicht mehr trennen kann. Das ist so, nee, nicht zum ersten Mal, das ist das zweite Mal. Bei Zombicide war es damals auch schon so. Und bei Brimstone erleidet mich jetzt dasselbe. Deswegen Platz 9. Gehe ich einen weiter? Ja, kannst du machen. Ich glaube, wir brauchen auch nicht groß ausholen. Nee. Ich glaube, wir haben schon mal über Brimstone, glaube ich, auch im Längeren ein bisschen geredet. Also so ist es nicht. Aber wie gesagt, sehr überrascht. Finde ich gut, dass Flo in die andere Richtung überrascht ist, aber okay. Nee, oder Platz. Okay. Platz 8 kann ich jetzt mal einsteigen, weil da kommt das erste Mal ich ins Spiel. Ja, dann kann auch kann so ich, machen. Kann ich deinen Monolog mal ein bisschen aufbrechen. Ja. Platz 8 steht bei mir Eldritch Horror Expansion of the Dreamlands.
Ach du Scheiße. Steht aber wirklich auf dem ganz letzten Platz. Ich freue mich dahingehend so ein bisschen, also ich freue mich nicht richtig drauf, aber ich werde es mir wahrscheinlich ganz sicher kaufen, weil da bin ich Komplettist und ich spiele Eldritch auch sehr gerne. Es macht jetzt nicht viel Neues, es weicht eigentlich nur nochmal den Content auf. Das ist eher bei mir so eine Honorable Mention, weil, also wenn ich es mir sicher kaufen werde, dann kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich gar nicht drauf freue. Aber Komplettist, du hast doch jetzt schon mit Eldritch aufgehört, die Sachen dazu zu kaufen. Deswegen wundert es mich, dass du bei Traumlande jetzt wieder einsteigst, weil unter den Pyramiden hast du ja auch schon nicht. Doch, habe ich bestellt. Oh, okay, also hast du jetzt nachgelegt. Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, also, ja. Also kein Geheimnis, das hole ich mir natürlich auch. Finde ich nur krass, dass es trotzdem bei dir eben auf der Liste landet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wie gesagt, wenn ich es mir sicher hole, ich hole es mir ja jetzt nicht, weil ich das Spiel komplett scheiße finde und weil ich mich nicht drauf freue. Es landet bei mir jetzt definitiv nicht in der Top 5. Und es wäre auch, wenn ich mich noch auf mehr Spiele freuen würde, auch auf dem letzten Platz gelandet, weil es kommt nicht viel Neues dazu, es weicht das Alte einfach nur noch mal ein bisschen mehr auf, aber trotzdem, es ist mehr Content, ich kaufe es mir sicher, deswegen sehe ich keinen Grund, das nicht mitzunehmen und nicht zu erwähnen. Na, dass nicht so viel Neues kommt, stimmt übrigens nicht. Also die bauen ja, das ist ja eher so typischer Ansatz, die bauen jetzt ja logischerweise die Traumlande ein, deswegen heißt das Ding ja auch so. Und du kannst auf dieses Brett halt relativ bequem reisen, weil du zum Beispiel auch diese, ja, das nennt man jetzt nicht diese, diese mystischen Encounter, sondern das sind jetzt so Traumland-Encounter und das ist auch wieder eben so ein Chip, der aufs Brett gelegt wird und damit wirst du manchmal auch auf das andere Brett geworfen. Sieht insofern auch ganz interessant aus. Also das fand ich bei den Pyramiden schon gut, dass du da relativ schnell drauf kamst. Das fand ich bei Berge des Wahnsinns nämlich ein bisschen schwierig. Und je zentraler das angelegt ist, desto mehr kommt das Brett auch zum Tragen. Ändert aber halt nichts daran, dass es immer noch an große Alte, glaube ich, auch bei der Erweiterung gebunden ist. Aber interessant, ja. Also Platz 8, dann will ich ja gar nicht wissen, wie viel besser die oberen Plätze sind. Besser. Nee, aber ich gucke mir auch. Also, ihr seid auch einfach Natscher dabei. Ey, ist halt schon mal ganz cool. Ey. Jetzt komm, wir fangen wieder an. Arkham Horror ist viel besser. Wie wär's, wenn wir da jetzt nochmal einsteigen? Insert Flame War hier. Nein, Quatsch. Ja, Beck, dann mach doch du mal deinen Platz 8, weil ich glaube, ja, brauchen gar nicht viel drüber reden, oder? Über Eldritch. Ich meine, jeder kennt's, jeder weiß, dass er sich Arkham holt und auf geht's. Genau so ist es. Platz 8, das sagt euch wahrscheinlich gar nichts, wenn ihr meine Links nicht verfolgt habt, und das ist das Vanguard of War. Sagt einem das was von euch? Nee, den muss ich wirklich zugeben, nee. Noch nie gehört, aber das, ne? ist auch so ein x-beliebiger Name, weißt du, der interessiert, also es ist jetzt wirklich so ein bisschen unfair natürlich gegenüber dem Spiel wahrscheinlich, aber Vanguard of War ist so ein typisches. Das kann alles insert sein. Random Name hier, ne? Richtig. Das ist wirklich, nee. Also, das ist ganz schlimm. Also es ist nicht ganz so schlimm wie Secret of the Lost Station, das ist nur noch schlimmer. Also. Okay, also Vanguard of War geht ganz schnell, ist auch eine Art Castle-Defense-Spiel, also wir denken alle an Besieged, Ghost Stories und Co. Und es geht darum, dass die, wie bei Portal of Morth, wer da die unsere Podcast-Folge gehört hat, die Gegner kommen halt aus Portalen raus, laufen auf solchen Lanes halt lang, was ich ganz spannend finde. Und was das für mich besonders macht, ist, dass es ein Stretch-Goal in der Kickstarter-Kampagne gibt. Und zwar, dass man, der Spielplan ist normalerweise vorgedruckt, aber man kann jetzt quasi auf der Rückseite seinen Spielplan auch selber machen, also die Lanes auch selber legen. Damit kannst du dir dein Spiel quasi so modular, so ultra hart machen, dass zwei Lanes zum Beispiel direkt vor deiner Basis sind oder so, was ich ganz cool finde. Und was mich dabei noch reizt, ist, dass es halt die Helden ganz, also die haben verschiedene Helden-Skills, die wiederum verschiedene Aktionspunkte kosten. Und dadurch hast du halt, was ich bei solchen Spielen sowieso immer mag, halt sehr, wie sagt man so schön, distinguierte Spielerrollen. Und es sieht natürlich von den Minis super aus. Einziger Hinkefuß, die Firma, die dahinter steht, hat eine interessante Geschichte. Auch das als Anekdote. Das sind die Arkane Studios, die hießen für Prodos und die haben das Alien vs. Predator-Spiel gemacht. Und die zeichneten sich dadurch aus, dass sie extrem spät geliefert haben. Die haben sich dann künstlich umbenannt und da stimmt also vieles in Sachen Offenheit und Ehrlichkeit nicht. Und deswegen muss man, also der Chris aus dem Heidelberg-Forum hat sofort gesagt, Achtung, Prodos steckt dahinter, Finger weg. Ich bin jetzt erstmal drin, weil ich das Konzept insgesamt ganz cool finde und weil ich eben auch so die Kombinationen an Helden und Monstern interessant finde.
Ich kann aber nicht schwören, dass ich noch drin bleibe, weil die jetzt auch anfangen, diese Crossover-Kickstarter-Exclusive-Packs rauszurotzen, wie nichts Gutes. Also zu Vampire Hunters, wem das was sagt, kommt noch eine exklusive Miniaturenbox für $30. Das heißt, schmeißt du die nicht mit rein, hast du die schon mal nicht. Und zu einem anderen Spiel, was vielleicht nochmal hier in dieser Liste auftaucht, kommt auch eine Kickstarter-Exclusive-Crossover-Box. Und dann hört es dann irgendwann auf, für so einen Testballon 160 bis $200 rauszuflügen. Das war Vanguard of War, mein Platz 8 für Castle Defense, Leute. Sieht es nicht schlecht aus? Ja, wie gesagt, kann gut sein, aber ich meine, du willst anscheinend auch das Debakel von einem Brimstone wieder erleben, meinst du, wenn du schon weißt, was für eine Geschichte die Firma hat. Du weißt doch, schlecht. Ist. Wie nicht schlecht, ja. Ich stehe doch drauf, mich in heiße Asche zu legen, mich mit Scherben garnieren zu lassen und dann geht's ganz rum. Genau. Ja, nee, finde ich gut. Mach mal deine, dann hast du 7 oder was? Ich hab 7. Von 7 weiß ich noch nicht so sicher, was ich von halten soll. Und zwar ist das bei mir Dark Souls, das Brettspiel. Das kann ich noch absolut irgendwie gar nicht einschätzen, ob das gut wird oder scheiße wird. Es hat definitiv Potenzial, gut zu werden, für mich persönlich gut, von der Art, wie es abläuft, hat aber auch Potenzial, richtig, richtig, richtig scheiße zu werden. Das heißt, da werde ich erstmal Refuse und KKG abwarten und vielleicht auch Erfahrungsberichte, wenn ich irgendjemanden kenne, der sich's holt, und mich dann erst entscheiden, ob ich es mir hole oder eben nicht. Was halt ganz cool an dem Spiel aussah, war das Kampfsystem, dass sie halt wirklich versuchen, halt diese Bossmonster-Kämpfe halt entsprechend zu simulieren mit den verschiedenen Angriffsrichtungen, also dass da auch die Angriffsrichtung, ob du von vorne oder von hinten attackierst, eine Rolle spielt. Was mich halt dabei abschreckte, war, dass du halt es soll ja irgendwie eine Art Dungeon-Crawler sein, aber eine Exploration gibt's effizient nicht. Ja. Und das ist halt, glaube ich, auf Dauer ist das recht repetitiv so. Also, ich erinnere mich nur noch vage an den Kickstarter, dass das tonnenweise Zeug war, was du da reinwerfen konntest. Auch an Miniaturen, die super aussehen, das ist keine Frage. Ich habe nur so das Gefühl, richtig tiefes Spielfundament ist das erstmal nicht. Die verlassen sich, glaube ich, schon sehr auf die Lizenz. Aber ich glaube, das wird ein durchschnittliches Spiel. Das wird keine Katastrophe, aber ein Mega-Hit wird das, glaube ich, auch nicht. Also es steht und fällt halt, wie sich die Kämpfe und dann speziell die Bosskämpfe anfühlen und wie variabel die für die verschiedenen Bosse sind. Und daran steht es und fällt es, wenn alles das Gleiche ist, dann brauchst du es dir nicht holen. Aber es hat zumindest Potenzial, dass du dich da wirklich taktisch auch reinbeißen kannst. Und deswegen habe ich mir gedacht, das bleibt zumindest in diesem Jahr auf meinem Schirm und ich werde es definitiv verfolgen, wie sich's entwickelt. Kev, du hattest ja irgendwie, war das dein Bruder, der sich dafür interessierte, dem du das jetzt abgeraten hast, oder wie war das? Nee, was heißt, mein Bruder ist ja auch tierisch großer Dark Souls-Fan und da glaube ich halt auch, das, was du nämlich vorhin erzählt hast, dass sie die sich halt auf die Lizenz verlassen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich das große Problem an dem Spiel. Ich meine, es kaufen sich wahrscheinlich so viele wie er halt auch, der dann sagt, ja, er hat da Bock drauf, aber halt eher aus Lizenzgründen als wirklich für Qualität vom Spiel im schlimmsten Fall, weil da halt auch von der Seite jetzt nicht ein großer Vergleich gemacht wurde, okay, was gibt's denn Vergleichbares jetzt in der Richtung oder sowas, sondern einfach, okay, es gibt ein Dark Souls-Spiel, cool, es gibt ein Dark Souls-Brettgame, da bin ich all in, komm, kaufe ich mir. So auf die Art so ein bisschen, also so fühlt sich zumindest an und ich finde es halt ein bisschen, ich weiß halt nicht. Aber ich meine, ich glaube, dass es genau für solche Leute 1000-mal besser funktioniert. Für Leute, die wirklich Dark Souls-Fans sind, weil die verbinden damit halt gleich viel mehr, wenn sie jetzt gegen den und den Boss kämpfen. Na klar, aber der Punkt ist halt, also das ist zumindest. Kannst du den Gedanken nochmal zu Ende führen? Ja, okay. Sonst hast du den vierten Strich? Habe ich eh schon. Du hast erst 3. Nee, ich glaube, das ist genau für die Leute, weil die eben damit viel mehr verbinden, ne? Und wenn sie es hinkriegen, dass sich die Bosse auf dem Brett ähnlich anfühlen wie im Spiel und dann auch eben auch genauso unterschiedlich anfühlen, weil im Spiel musst du ja auch an jedem Boss ein bisschen unterschiedlich rangehen, dann kann das für genau die Leute, die Dark Souls richtig gut finden und Fans sind, ein Mörderspiel werden. Weil die negieren dann, und auch wenn die jetzt nicht so erfahren sind mit anderen Brettspielen, was gibt es sonst noch auf der Welt, das interessiert die dann nicht so extrem, weil sie sagen, okay, geil, der Dark Souls, geil, ich kann gegen den Boss kämpfen, geil, das macht auch noch Spaß.
Ja, reicht ja. Ja, also wie gesagt, weiß ich halt nicht. Also ich hoffe ja, dass es so läuft, dass es im Zweifel auch so jemanden, ich meine, mein Bruder, das wäre jetzt eines der ersten Dinger, die er sich holt, ne? Also cool wäre es natürlich, wenn der Effekt dann eintritt, dass solche Leute sich aufgrund von dem noch mehr holen. Das wäre natürlich fett. Aber ich glaube halt, die bleiben halt unterm Strich dann, wenn sie mit sowas einsteigen, wahrscheinlich eher nur bei solchen Spielen, die sie halt kennen, in Anführungsstrichen. Ne? Ich meine, der war zum Beispiel, der hat auch immer sehr geäugt auf mein Gears of War, weil er halt auch ein Gears of War-Spieler war, rein theoretisch. Also ich bin mir nicht sicher, ob das halt für mich, weil du es auch gerade gesagt hast, den Effekt dann hätte, im Sinne von, ich mag Dark Souls 0, was soll ich dann mit dem Spiel anfangen können, wenn ich schon die Kämpfe im richtigen Spiel nicht mag, wieso soll ich sie auf dem Brett unbedingt mögen? Wenn sie genau das erreichen wollen, dann hat das für mich auch keinen Sinn und Zweck. Deswegen meine ich nur, das ist meine Meinung dazu, dass ich halt, glaube ich, das Spiel so null auf dem Schirm habe. Ich hoffe auch, dass es sich anders entwickelt, als ich denke, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Und ich glaub, und alles nicht. Andere an Glaskugelleserei, glaube ich, lassen wir dann erstmal beiseite. Ja, klar. Fest steht nur, 3,7 Millionen Dollar hat das Ding ja eingenommen. Wenn es wirklich das Spiel schafft, gut zu sein, dann hat es natürlich dem Hobby vielleicht dann trotzdem was genützt. Ich, wie gesagt, wir werden sehen. Genau, aber ja. Flo, ich wollte dich nicht abschneiden oder wolltest du noch mal? Nee, passt perfekt. Alles okay. Gut, dann bin ich bei meiner 7. Und das ist gerade ein Spiel, das kam gerade gestern mir aufs Radar. Und das ist Defense Grid. Das kennen manche noch vom PC. Das ist jetzt das Defense Grid Board Game. Und erst dachte ich, okay, das kann gar nicht sein, weil mich das PC-Spiel schon mit dem Hintern nicht interessiert hat. Und dann habe ich mir das Radio-Video, Rado, also von Richard Hamm, angeguckt. Und dann fing er an zu erzählen, es ist ein, und dann wurde ich hellhörig, ein Tower-Defense-Spiel mit Kampagnenmodus, mit Handmanagement und mit Upgrade-Möglichkeiten, das über 10 Szenarien läuft. Und dachte ich, okay, jetzt, und kooperativ. Und dachte ich, okay, das klingt interessant. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und das ist wirklich das erste richtige Tower-Defense-Spiel. Also man nennt ja sonst im Brettspiel-Hobby, so sagt er das ja auch, viele auch alle als Tower-Defense-Spiele, so wie in Ghost Stories auch. Aber das sind ja keine Tower-Defense-Spiele, weil ich errichte ja keine stationären Sachen, die dann dauerhaft stehen bleiben und Sachen wegrotzen, wie ein Besiege oder so, ja auch nicht. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass du gar keinen Helden-Avatar hast, sondern du hast halt wirklich so eine Marschroute an Leuten und die versuchen halt aus deinem Reaktorkern, so wie im PC-Spiel wohl auch, dir deine diese Energieorbs zu klauen und versuchen halt dann aus der Karte wieder zu verschwinden. Und du platzierst halt mit deinen Handkarten verschiedene Türme, kannst die upgraden. Den Helden, den du personalisierst, der aber nicht auf dem Brett ist, hat halt bestimmte Skills, dass der zum Beispiel Upgrades für bestimmte Türme günstiger kaufen kann. Es gibt verschiedene Arten von Türmen. Und indem du halt die Missionen hintereinander wegspielst, schaltest du halt Sachen frei und hast halt das, was ihr auch so mögt, diese Multi-Karten-Benutzung. Das heißt, mal spielst du die Karte einfach für Ressource oder benutzt den Kartentext oder benutzt die für ein Upgrade oder so. Es sah richtig gut aus. Also ich glaube, das ist für, also da, deswegen habe ich das sofort geschrieben, Flo, das ist, glaube ich, genau dein Ding, weil das dieses, okay, in der nächsten Welle kommen die beiden Gegner, die ziehen so und so weit, den kann man aber nicht treffen, weil die Türme da an denen angrenzend stehen müssen. Wenn wir den Turm da hinten hinstellen, ist der Turm zu weit weg, steht er aber davor, läuft er vielleicht dran vorbei. Ich glaube, das ist super. Also ich glaube auch, das wird voll mein Spiel. Du hast es mir natürlich intelligenterweise gefühlte 5 Minuten vor dem Podcast geschickt, dass ich natürlich keine Chance hatte, meine Liste auf 9 Dinger zu erweitern. Nee, es wäre wahrscheinlich definitiv drauf gelandet. Ich hatte jetzt nur schlicht und ergreifend zu wenig Zeit, mich genau mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Aber dieses Kombination aus Card-Management und Tower-Defense könnte echt zu angenehmen Diskussionen führen und könnte echt wirklich, wirklich Spaß machen. Also ich stimme dir da zu 100% zu. Was ich ja, halt dann... ich wollte nur sagen, weil Tower Defense halt auch wirklich lustig ist. Also ich meine, ich mag es ja auch so ganz gern mal. Ich meine, das ist so ein netter Zeitvertreib. Das kommt halt wirklich bei so einem Spiel drauf an. Ich meine, hatten wir es nicht bei Portal of Morth war es, glaube ich, wo du ja auch gesagt hast, es ist dann irgendwo im Koop zu lasch irgendwo auch, ne? Ist halt die Frage, ob das dann bei so einem Spiel halt auch auftritt, ne? Wenn du dann halt da wieder das Problem hast, dass du halt effektiv nur Waves abwehrst und ob es da nicht cooler wäre, in Anführungsstrichen mehr oder weniger gegeneinander zu spielen. Klar, geht jetzt nicht und Dings, aber ich meine, da ist halt die Frage, weil es ja schon im nächsten Konkurrentenfeld von Portal of Morth ja eigentlich steht, oder? Aber was der Unterschied bei Portal of Morth ist, Portal of Morth ist eigentlich kein Tower-Defense-Spiel. Also auch das ist wieder so eine Art Castle-Defense. Die kommen halt alle auf dich zu. Aber da geht es halt wirklich darum, dass du mit deinen Handkarten überlegen musst, baue ich jetzt Türme, grade ich die ab, feuer ich die
den Turm ab mit meinen Karten. Das heißt, all das, was du an Ressourcen auf deiner Hand hast, symbolisiert eben durch die Handkarten, das triggert eben deine Aktionen. Okay, und das ist heißt, natürlich cool. Ich habe jetzt gerade gedacht, die Türme halt feuern nicht, quasi genau, immer so nee, in einem bestimmten Unterwert. Okay, das ist natürlich cool dann, ja. Und das ist richtig cool, glaube ich. Ja. Und das Einzige, was es eben nicht hat, da steht auf der Kickstarter-Seite auch drauf, dass es ein Deckbuilding hat. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Du beginnst zu Beginn einer Mission, dass du dir auswählst, welche Handkarten du haben willst. Das ist es dann aber auch. Ja. Also Deckbuilding okay. ist da nicht drin in dem Sinn. Also das wäre jetzt ein bisschen überinterpretiert. Aber ja. Insofern, mein Platz 7, Defense Script The Board Game, $80 ist man da drin. Finde ich jetzt nicht so viel. Vor allen Dingen, da sollen auch über 68 Plastikfiguren dabei sein und sieht für ein Spiel aus, wo ich sage, ich glaube, das kann man sich auch modular dann irgendwann selber gut zusammenbauen, dass man sagt, wenn man die 10 Missionen durch hat, wobei ich auch glaube, dass sie einen Wiederspielwert haben, aber sieht sehr interessant aus. Tower Defense habe ich auch noch keins im Schrank. Wird vielleicht mal Zeit. Vor allem, das war ja auch echt schnell in 30 Stunden oder so gefundet, ne? Das war ja echt ja, steil gegangen. Schön. Freut mich. Also ist ja das Nächste, was wir quasi reviewen. Sehr gut. Bis wann kann man da noch reingehen? Das hat ja gerade erst angefangen. Ich glaube, einen Monat hast du nicht mehr ganz, aber 20 Tage müsstest du Minimum haben, glaube ich. Ganz okay. Kurz, das soll auch wirklich noch 2017 kommen? Oder ja, ist Oktober. Jetzt... Das okay. Also das ist auch aber Oktober ist schon wieder so knapp bemessen. Also Weihnachten 2018. Also ist der Platz 7 auch nur so halb wahr. Okay, ich sehe schon. Ist absolut wahr, weil ich rechne immer mit den offiziellen Kern- und Stammdaten, die ich bekomme. Ja, stimmt. Aber du spielst ja auch seit Jahren Brimstone 2. Ja. Das Problem ist halt, die Plastikminiaturen machen denen halt eh wieder einen Strich durch die Rechnung, glaube ich. Aber vielleicht klappt es halt auch. In First Martians war ja auch Rekord. Gut, da war auch nicht so viel Plastik drin. Das haben sie ja irgendwie in 3-4 Monaten geschafft. Das ist jetzt zwar eine ganz andere Firma und anderes Projekt und spielt also überhaupt keine Rolle, aber wir machen mal Flo's nächsten Platz. Sehr gute Überleitung. Meinem nächsten Platz werde ich, glaube ich, nicht viel sagen, weil ich habe so im Verdacht, dass der eventuell nochmal wiederkommen wird. Ist bei mir Endure the Stars. Ich schätze, der wird irgendwann nochmal kommen. Deswegen, wenn er nicht kommt, werde ich am Ende noch sagen, warum er mir auf 6 gelandet ist. Wenn er kommt, dann, mein Platz 6 ist... ist Strich. Genau. Und dann sind wir nämlich gleich, dass wir richtig loslegen können. Wir kommen, glaube ich, zeitlich wieder ganz gut durch. Ja. Wie beim letzten Mal auch. Dann mein Platz 6 ist ein Spiel, das landet bei euch auch ganz sicher nicht. As Darkest Night, zweite Edition. Das landet bei euch sicherlich nicht. Gehe ich richtig von aus, ne? Absolut richtig. Ja, okay. Darkest Night ist auch wieder so ein Spiel, was in eurem Fahrwasser prinzipiell drin ist. Zweite Edition, jetzt ist so ein bisschen die halbe Lüge. Das ist natürlich jetzt meine Liste und meine Wahrnehmung. Und diese zweite Edition, die erscheint dieses Jahr. Es gab aber schon eine erste Edition, die natürlich schon länger draußen ist, glaube ich 2 oder 3 Jahre. Und es genießt halt auch wieder, es ist natürlich mal wieder ein kooperatives Spiel. Und das ist auch wieder eigentlich eine Art Castle Defense, wenn man so will. Ja, das heißt, man muss halt verhindern, dass der sogenannte Necromancer halt versucht, diese Stadt einzuäschern. Und das Spiel ist sehr getrieben durch Mechanik. Also da ist nicht viel Story drin, sondern im Laufe des Spiels pumpt das Spiel halt generiert durch Leisten und so weiter sogenannte Blights aufs Spielfeld. Das sind Monster, das sind aber auch solche Effekte wie Nebel. Und die ergänzen sich teilweise so fies untereinander, dass man dann immer überlegen muss, okay, mache ich jetzt eigentlich mein Hauptziel? Nämlich versuche ich diese Totems zu kriegen, um den Necromancer zu bannen? Oder aber haue ich erstmal diese, ja, letztendlich primären Bedrohungen weg, damit ich erstmal ein bisschen Ruhe habe? Ist auch wieder Handkartenmanagement, diesmal aber noch ein bisschen anders, dass jeder Held also ein Set an Karten hat, die man sich zu Beginn zusammenstellt. Und dieses sind dann die Aktionen, die der Held machen kann. Also es sind meistens keine Karten, die ich ablege, sondern du baust dir quasi modular deinen Helden zusammen, was der für einen Aktionsspielraum hat. Und spätestens da hat mich das Ding gehabt. Und dann in Kombination mit einem fantastischen Artwork, wo ich sagte, das war eine Print-and-Play-Version, die er da gezeigt hat. Das war der Dark Herring, der seine Let's Plays macht. Also bei den Farben fliegt mir ja wirklich die Netzhaut weg. Wo ich sagte, okay, jetzt wird's echt spannend. Und dann fing er halt an, dass es eines seiner besten kooperativen Spiele ist. Dann guckte ich mal, was spielt der sonst so? Ach ja, okay, der spielt auch in Defenders of the Realm und so. Okay, ich bin neugierig. Ja, dann habe ich mir das mal angeguckt und es sieht halt wirklich so aus, dass Leute, die eben diese mechanischen, kooperativen Spiele wollen, wo Atmosphäre generiert wird durch die Mechanik und eben nicht durch, lies mir eine Karte vor und mach eine Probe,
Ich glaube, die sind da goldrichtig aufgehoben. Das erinnert halt wirklich an die Stärken, die man bei Defenders und ja, in Ansätzen in Besieged und so auch hat. Aber wie gesagt, ist es näher dran am jetzt Defenders of the Realm, würde ich sagen, als jetzt diesen schnelleren Spielen wie in Besieged. Also insofern, Darkest Night Second Edition sieht super aus. Platz 6. Geil. Könnt ihr nichts zu sagen, ne? Geil, absolut ist einfach, nee, ist super geil. Braucht das man Leute, ja, eine Ode ans sowas, Internet. Ne? Das ist unfassbar. Warum habe ich diese Mitredner? Das ist traurig. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt meinen Enthusiasmus vielleicht nachvollziehen. Vielleicht kennen das manche auch schon. Darkest Night. Victory Point Games machen übrigens, glaube ich, die besten Kickstarter ever. Die haben eine super Update-Politik. Ist Wahnsinn. Das ist das erste von denen? Oder was haben die denn noch gemacht? Irgendwas Bekanntes auch, was auch wirklich erfolgreich war? Ja, ein Zombie-Spiel haben sie gemacht, aber Das war schön. Okay. Zombies, innovativ. Nee, aber wirklich ein gutes Spiel. Aber Dawn of the Zets, glaube ich. Ist das so? Ja, stimmt. Das sagt man. Ja, wach, leck mich doch. Dawn of the Zets, Reckoning. Zensor Mark. Redemption. Ja, genau. Gut. Ja, gut. Insofern, jetzt wird es wirklich aufregend, denn jetzt kommen wir tatsächlich in die Top 5. Ob wir hier eine Schnittmarke setzen oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, jetzt geht's richtig los. Jetzt können wir mal intensiv diskutieren und jetzt haben sich meine Leute vielleicht auch mal ein Ansetzen vorbereitet. Sowieso nicht. Seid ihr bereit?